Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zu der Kategorie, zu einem neuen Video der Kategorie Trading Setups für Swing Trader. Heute eine Idee meinerseits im Gold, die ich vorstellen möchte, die ich schon seit einer Weile persönlich habe, aber wir jetzt aktuell wieder in dem Niveau sind, wo ich dann auch schon eingestiegen bin in diese Position und es somit für euch gegebenenfalls hier interessant werden könnte. Ganz wichtig, lest euch aber bitte vorab den Risikohinweis durch. All das, was ich hier sage, sind wirklich meine Ideen. Das darf nicht als Handelsempfehlung gewertet werden, sondern rein als kleine Informationsquelle, als kleine Gedankenstütze hier vielleicht mal drüber nachzudenken, das zu machen oder vielleicht auch genau das Gegenteil, aber hier vielleicht eine kleine Wertung diesbezüglich mal für sich selbst zu treffen, ob man da drüber nachdenken kann oder nicht. Und ganz wichtig, arbeitet mit Stops, arbeitet mit der entsprechenden Positionsgröße. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Broker und zum Trading, dann natürlich gerne auf der Website von jfdbrokers.com. Gut, dann schließen wir den Risikohinweis, packen das dann auch nach unten und schauen uns hier das Gold mal an. Also prinzipiell will ich hier erstmal zeigen, ich bin hier schon bereits am 4.4., das war vergangene Woche Mittwoch, ins Gold auf der Long-Seite eingestiegen. Das sieht jetzt hier mit dem Einstieg hier oben erstmal recht unkomfortabel aus. War es prinzipiell auch, weil direkt nach meinem Einstieg das Gold erstmal schön wieder auf die Abwärtsreise ging, aber jetzt in den letzten Tagen dann so langsam wieder die Aufwärtsseite favorisiert hat, gestern wunderbar auf der Aufwärtsseite hier eine Momentumbewegung hingelegt hat, jetzt nochmals von dieser Momentumbewegung sich hier etwas konsolidierend bewegt und wir somit hier exakt quasi aktuell in diesem Einstiegsniveau meiner Long-Bewegung sind. Dafür gehen wir mal für die generelle Überlegung, die ich hier diesbezüglich zum Gold habe, gehen wir mal auf den Wochenchart. Und wir sehen hier, Moment, ich muss mein Zeichenwerkzeug dazu nochmal aufmachen. Wir sehen hier im Wochenchart, dass der Markt doch in diesem Bereich hier oben um die Marke von 13,75 in etwa, knapp darüber, doch erheblich Widerstand hat, das auch in den vergangenen Jahren, muss man ja hier sagen, eben des öfteren Widerstand war. Das war einmal in dem Bereich, hier natürlich auch noch etwas höher, aber dann hier in diesem Bereich hatten wir dann zu kämpfen mit diesem Bereich und wir haben aktuell kommend von der Unterseite, das ist ja immer wichtig, das letzte Jahr war aufwärts gerichtet, aktuell befinden wir uns in einer Seitwärtsschiebezone, die sich hier in den Bereichen in etwa knapp über der 1300er Marke bis hinauf in den Bereich knapp über 1350 eben vollzieht. Das ist ganz grob auch gesagt, seit Anfang diesen Jahres, / seit Ende letzten Jahres, dass wir hier im Gold in so einer konsolidierenden Seitwärtsphase sind, konsolidierend zu der vorherigen Aufwärtsbewegung des vergangenen Jahres. Und jetzt ist es durchaus denkbar, und das ist auch der Kerngedanke hinter dieser Überlegung, dass wir hier vergangenes Jahr aufwärts gelaufen sind, jetzt uns hier seitwärts bewegen, um Kraft zu tanken für eine eventuell neue Aufwärtsbewegung. Und da habe ich als grobes Ziel den 1500er Bereich, den ich hier auf der Aufwärtsseite anpeile. Warum ist das so? Wir hatten hier dann auch in der Vergangenheit, da sieht man hier in diesem Bereich knapp über 1500, auf jeden Fall das nächste Mal Widerstand. Das Ziel 1500 ist dann konservativer gewählt, also gar nicht, dass der Markt bis dahin läuft. Und für diese Idee, die ich hier habe, und zwar das Antizipieren des Ausbruchs aus dieser Seitwärtsrange, was da bedeutet, dass ich etwas unter dem Ausbruch dann schon auf der Longseite reingehe, den Stop unter dieser Seitwärtsbewegung habe, somit hier das Risiko in dieser Art und Weise beziffert ist, ja, und das ist eben auch dieses aktuelle Kursniveau, wo wir uns aktuell befinden. Der Stop liegt hier knapp unter der 1300er Marke, das können wir gleich eben nochmal schauen. Und dann ich hier natürlich nach oben entsprechend Chancen habe. Und das nicht zu wenig. Wir haben hier, wenn man mit dem 1500er Bereich rechnet, ein in etwa Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1, was hier dann möglich und denkbar ist und definitiv auch interessant ist. Das erstmal die grobe Überlegung. Also wir sind hier in dieser Seitwärtszone schiebend unterwegs, haben hier in diesem Bereich jetzt eventuell eine Phase des Krafttankens und wollen jetzt oder der Markt will jetzt gegebenenfalls nach oben raus. Das ist die Kernüberlegung. Jetzt schauen wir uns das Ganze dann wieder auf dem 4-Stunden-Chart an. Sehen, dass hier die letzte Aufwärtsbewegung schön mit Momentum stattgefunden hat. Ich ziehe jetzt mal den 4-Stunden-Chart hier etwas zusammen. Und das ist ja eigentlich der Feintuning-Chart für Swing-Trading-Ideen. Ja, man entwickelt die Idee auf dem Wochen- und Tageschart und macht dann sozusagen das Feintuning auf dem 4-Stunden-Chart. Und da war es vergangene Woche so, dass hier die Idee war, was denn sich natürlich im Nachhinein, das weiß ich in der Situation natürlich nicht, aber dass hier im Nachhinein, nachdem der Markt eben nach oben gelaufen ist, hier nach unten kam,
kam und dann wieder Gas nach oben aufnahm, war das die Situation, wo ich gesagt habe, okay, hier ist es möglich, dass wir jetzt nach oben durchschießen, in ähnlicher Variation, wie wir das gestern getan haben. Ja, und ich bin dann hier eben auf der Long-Seite reingegangen mit dem Gedanken, okay, ich antizipiere jetzt schon mal den Ausbruch hier oben über diese Hochs, dass der Markt rausschießt. Jetzt haben wir diesen Bereich ganz knapp, das ist jetzt hier zufällig, wir sind nicht ganz an diese Hochs rangelaufen gestern, haben jetzt eben hier nochmal eine kleine Konsolidierung, was dazu führt. Auch im Daytrading werde ich mir das Ganze jetzt anschauen, das hatte ich heute früh dann auch schon im Livestream mal kurz erwähnt und gezeigt, dass ich jetzt hier nicht nur im Swing Trading mal schaue, dass ich in dem Unterstützungsniveau hier um die Marke von 43, also eigentlich mehr 13,44 nochmals einen Kauf idealerweise wagen würde und hier auch für diese Swing Trading Idee in diesem Bereich hier man durchaus nochmal kaufen kann. Wir sehen hier unten, dass der Stop knapp unter dem 1300er Bereich liegt. Man hat somit in etwa 47 Dollar Risiko mit der Chance, dass man in etwa 150 Dollar verdienen kann. Das ist zugegebenermaßen eine sehr langfristig angelegte Überlegung. Diese Überlegung kann natürlich sich auch sehr, sehr lange hinziehen. Also, dass man hier wirklich dann im Endeffekt auch das komplette Jahr oder noch mehr eben in solch einer Bewegung drin steckt. Aber das Knackige an dieser Geschichte, und das ist eben auch abschließend nochmal gezeigt auf dem Wochenchart, ist, dass wenn der Markt, Moment, dazu müssen wir das nochmal zusammenziehen. Wenn der Markt halt über diese entsprechenden Hochs hier drüber kommt, dann ist bedingt durch diese Abwärtsbewegung hier auch theoretisch mit schnellen Bewegungen zu rechnen und dann kann es hier schnell mal wie in den vergangenen Jahren zu stärkeren Aufwärtsbewegungen auch auf dem Wochenchart kommen. Ja, das sind dann solche Bewegungen, wie sie hier stattgefunden haben, wie sie hier stattgefunden hat, wie sie auch hier 2017 mehrfach stattgefunden haben, dass der Markt eben doch dann einmal hier so ein bisschen Gas aufnimmt und dann schnell erstmal in diese Richtung nach oben switchen kann. Und dann ist man ja relativ zügig dann auf jeden Fall schon mit diesem Trade im Gewinn. Man kann den Stop schon in den Gewinn ziehen und dann läuft der Markt idealerweise in den Zielbereich und man kann dann eben gucken, ob man versucht, dem Markt noch ein bisschen Raum zu lassen oder nicht. Das ist eine sehr, sehr langfristig angelegte Idee. Hier mal kurz die Vorstellung dazu. Wir werden in den Livestreams entsprechend dann auch des Öfteren diese Trade-Idee dann besprechen und ich werde dann auch zusehen, wenn der Markt jetzt nochmals nach oben hier rausläuft, dann schon anzufangen, hier meinen Stop unten nachzuziehen und das werden wir dann in den Livestreams oder auch in weiteren Update-Videos immer mal wieder besprechen und dann gucken wir, ob wir diese Schiene hier nach oben reiten können oder ob man vielleicht dann doch zwischendurch irgendwie aus diesem Trade wieder rausfliegt. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein hier kurz von der Überlegung im Gold. Das heißt nicht, dass ich zwischenzeitlich hier im Daytrading auch mal die Short-Seite handle. Ja, also das darf man dann eben nicht so zu sehr dann auch fürs Daytrading sehen, solche Positionstrades, die man hier hat über sehr, sehr lange Zeit und ja, das soll es zur Idee hier im Gold gewesen sein. Bis dahin, ich freue mich auf die nächsten Videos und auf euch. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.